Wer sich finanziell für die nächsten Monate und Jahre positionieren will und muss, der steht nach meiner Auffassung vor der entscheidenden Frage, ist diese Inflation, die wir vor allem jetzt schon wahrscheinlich als Vorläufer in den USA sehen, ist die transitory, ist die wirklich vorübergehend, wie die Notenbanken sagen, oder ist die nachhaltig, ist die strukturell, zum Beispiel durch diese ganze Geschichte mit diesen Umwelttrend, den wir derzeit sehen, Abkehr von fossilen Energieträgern, das ist per se wahrscheinlich strukturell schon durchaus preistreibend. Das sind Pro-Argumente. Es gibt aber auch Kontra-Argumente gegen nachhaltig steigende Inflation, etwa der Kreditimpuls aus China. Aber das ist eine schwierige Diskussion. Wichtig ist zunächst mal zu gucken, wie ist der Stand der Dinge, was können wir wissen und wie positionieren sich die Dickfische, was sagen die eigentlich, was machen die und was sagen die. Manchmal ist da nämlich ein Unterschied wie derzeit erkennbar und vor allem, was wird die Fed machen, das ist dann wahrscheinlich nicht nur für die Großinvestoren, sondern für alle Investoren die entscheidende Frage. Heute wieder dünne Märkte, trotzdem wir die Zahlen gesehen haben, heute auf die viele gewartet haben, etwa die US-Erzeugerpreise wieder mal höher als erwartet, also der Inflation Surprise Index, der bemisst, wie die Inflationsdaten reinkommen in Relation zur Erwartung, der steigt auf neue Höhen, 6,6% zum Vorjahresmonat. Wir sehen hier einzelne Bereiche, Clothing hat hier zum Beispiel eine maßgebliche Rolle gespielt, Eating, Drinking, also wir sehen, dass die Restaurants die Preise erhöhen, eben weil die höhere Kosten haben für die Materialien, die sie verarbeiten. Aber wir sehen, das ist doch ein ziemlicher Trend derzeit. Vielleicht hat er seinen Peak erreicht, das ist die große Frage. Aber es ist zumindest schon eine ziemlich heftige Inflation, was die Erzeugerpreise betrifft. Also die Kosten für die Unternehmen steigen stark und das wirft wiederum die Frage aus, naja, wie schaut es denn mit den Unternehmensgewinnen aus, wenn die Preise so stark steigen? Kann man das weitergeben an die Konsumenten? Gut, es gibt natürlich einige Bereiche, die kaufen Unternehmen, die kaufen bestimmte Rohstoffe, die ein Konsument normalerweise nicht kauft. Keine Ahnung, irgendwelche industriellen Firmen, die dann eben bestimmte Dinge kaufen, die für uns jetzt im Supermarkt nicht wirklich die Rolle spielen. Insofern ist dieser 1:1 Abgleich vielleicht nicht ganz richtig, aber grundsätzlich ist es eben doch erkennbar, dass die Preise für die Unternehmen selbst massiv steigen und dementsprechend müssen sie etwas tun, um die weiterzugeben. Können sie das? Werden sie das? Müssen Sie das? Das wird sicher zeigen. Jedenfalls, um wieder zurück auf diese entscheidende Frage zu kommen, Inflation nachhaltig, ja oder nein? Die Bank of America macht ja immer diese Umfrage und unter Großinvestoren, das sind wirklich Dickfische, die bewegen jeweils viele Milliarden, da sagen 72% ja, diese Inflation ist transitory, also vorübergehend. 23% sagen nur, nein, diese Inflation, die ist strukturell, die ist nachhaltig. Was aber tue ich, wenn ich davon ausgehe, dass die Inflation nachhaltig ist? Also wenn wir es nicht mit einer vorübergehenden Inflation zu tun haben, dann bin ich gut beraten bei Rohstoffen. Denn die Rohstoffpreise dürften dann steigen, wenn sich das Geld entwertet. Dagegen die Aktien könnten auch steigen, aber die werden natürlich ausgebremst dadurch, dass, wenn es nicht gelingt, diese steigenden Preise an die Konsumenten weiterzugeben, die Margen eben schlechter sind. Wir sehen, dass die Erzeugerpreise ja mit 6,6% in den USA deutlich höher sind als die Verbraucherpreise mit 5,0%. Diese Differenz muss irgendwie ausgeglichen werden, könnte in die Marge fressen. Dementsprechend wären Rohstoffe aus meiner Sicht dann das bessere Spiel, wenn man eben davon ausgeht, dass diese Inflation dauerhaft ist. Jetzt die Frage dann nochmal an diese Großinvestoren. Ja, wann glaubst du, dass die Fed eben die Trendwende so ein bisschen einläuten wird mit dem Tapering? Morgen ist ja diese Entscheidung, die Notenbank tagt heute schon, dann sagen etwa 40%, ja, das wird in Jackson Hole passieren, bei diesem Notenbankertreffen im August. Dann sagen einige, weit über 20, knapp 30% sagen im September erst und nur ganz, ganz wenige, 3% gehen davon aus, dass das im Juni und wenig mehr, dass das im Juli durch die Fed auf der nächsten Sitzung passieren wird. Also man geht davon aus, dass die Fed jetzt noch kein Tapering betreibt. Dabei betreibt sie schon faktisch Tapering, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, dass es da auch Widerspruch gibt. Es gibt also die Konsensmeinung, es gibt den Mainstream, sagt Inflation is transitory, vorübergehend. Und es gibt ein paar wilde Rebellen, die sagen, nein, diese transitory inflation Idee, die ist Nonsens, eben aufgrund so struktureller Faktoren jetzt durch die Biden-Regierung, dass
Globalisierung hier eine Rolle spielt etc. Und genau das ist jetzt die Frage. Diejenigen, die eben sagen, wir sind der Auffassung, diese Inflation ist strukturell und dauerhaft, die investieren sich in Rohstoffe normalerweise, während die sagen, naja, Inflation nicht dauerhaft, die dürften eher mit Rohstoffen wenig anzufangen wissen, denn wenn das alles wieder zurückgeht, warum soll ich dann Rohstoffe kaufen? Und genau das ist hier der Punkt. So hat gestern ja, glaube ich, gestern war es Tudor Jones, dieser Investor, Hedgefund Manager, gesagt, also wenn die Fed jetzt nichts macht auf der nächsten Sitzung, dann werde ich Commodities kaufen, also Rohstoffe, da werde ich Kryptos kaufen, werde ich Gold kaufen, weil ich gehe davon aus, dass eben die Inflation massiv ist. Heute hat Michael Burry, den Sie hier im Bild sehen, getwittert, also Leute fragen mich, was ist am Markt los, dann sage ich, es ist the greatest speculative bubble of all times. In all things, also das ist die größte Blase, die wir in allen Dingen bisher gesehen haben. Dementsprechend wäre ja ein guter Hedge zum Beispiel Rohstoffe, weil man dann bei einer Geldentwertung zumindest entschädigt wird. Aber wir haben vorhin gesehen, die meisten der Großinvestoren sagen, ja, Inflation transitory. Aber dennoch investieren sie überwiegend in Rohstoffe. Wir sehen, das ist der most crowded trade in Relation zur Geschichte. Also die Herrschaften sind absolut, haben absolut großes Exposure zu Rohstoffen, auch zu Materials, zu Industrials. Also die spielen doch eigentlich diese Boom-Inflationsgeschichte, die hier erzählt wird. Das ist ein bisschen widersprüchlich aus meiner Sicht. Die meisten sagen, nee, Inflation ist nicht dauerhaft, aber zumindest jetzt spielen sie noch diese Rohstoffkarte. Während wir ganz unten sehen, was derzeit unterrepräsentiert ist, ist Cash. Kaum einer ist in Cash, in Utilities, in Versorgern und vor allem in Bonds, in Anleihen. Keiner will derzeit Anleihen. Obwohl die meisten sagen, Inflation ist transitory. Wenn nämlich die Inflation vorübergehend ist, dann gibt es auch keinen Grund für nachhaltig steigende Renditen. Dann wären Anleihen ja vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wir sehen mal, was die meist überkauften und meist überverkauften Assets sind derzeit. Dann sehen wir am meisten überkauft Commodities, dann das britische Pfund, Communication Services, US-Aktien und Materials, also stark überkauft. Stark überverkauft dagegen zum Beispiel der US-Dollar und vor allem Bonds aus UK, aus der Welt insgesamt, der Eurozone oder Japan. Also Anleihen sind am stärksten überverkauft und der Dollar ist am stärksten mit überverkauft global gesehen. Das heißt, keiner will derzeit Dollars und Anleihen haben. Und vielleicht ist es aus kontraindikatorischer Sicht gar nicht so schlecht zu sagen, wenn das keiner haben will, dann will ich es haben. Dagegen ist es vielleicht nicht so schlau zu sagen, wenn alle ein Haus kaufen wollen, ich will auch eins kaufen, weil es gerade so schön teuer ist. Aber der Wille eben so stark ist, der gesellschaftliche Druck und der Wunsch so stark ist, zum Beispiel sich ein Haus zu kaufen, dann kommt man oft zu spät. Zahlte zu hohe Preise, oft ist das gut, was keiner derzeit haben will, das wird dann sexy. Hier sehen wir nochmal diese Aufstellung, Commodities hier ganz links, dieser große Balken nach oben, absolut überkauft, absolut hier gesuchte, während eben Bonds ganz unten sind, ganz rechts sind und der US-Dollar, also hier ist sozusagen Tabula Rasa gemacht worden, kaum jemand hat das. Und das sehen wir auch bei der Umfrage eben der Bank of America, da sehen wir jetzt eine Allokation zu Bonds, also in Anleihen, die so niedrig ist wie seit Jahren nicht mehr und die normalerweise einen Tiefpunkt bildet auf diesem Niveau. Also wenn die keiner Anleihen will, dann ist das ganze Ding schon so ausgeblutet, dass es vielleicht Zeit ist, Anleihen zu kaufen. Ja, das würde allerdings dann gegen die Inflationsthese sprechen. Und gegen die Inflationsthese spricht auch ein bisschen, dass wir derzeit ja sehen, dass zum Beispiel die Transportunternehmen im Dow Jones Transport sich deutlich schlechter entwickeln als der S&P 500. Insgesamt der Dow Jones ja auch schwächer zum Beispiel als die Tech-Werte zuletzt. Also da stimmt etwas nicht. Nach Dow-Theorie ist das kein gutes Zeichen, wenn eben die Transportwerte als Frühindikatoren fallen, wie es derzeit der Fall ist. Dagegen war es ein gutes Zeichen, als die Transportwerte stark gestiegen sind, deutlich stärker gestiegen sind als der Gesamtmarkt. Aber seit einiger Zeit ist das eben gedreht. Spricht das gegen Inflation? Spricht das für eine baldige Wende an den Märkten? Man sieht ja schon Margin Debt, also die Hebelung ist auf Allzeithoch, Put-Call-Ratio praktisch auf Allzeittief. Kaum jemand ist abgesichert. Der Skew, das ist ein Absicherungsinstrument gegen große Kursschwankungen. Da allerdings sehen wir neue Rekorde, was hier das Bedürfnis einiger weniger offenkundig betrifft, sich dann gegen ganz herbe Dinge abzusichern, ist stark gestiegen. Und hier sehen wir mal bewertungstechnisch
sind wir jetzt beim S&P 500 22,5% über dem 75-Wochen-Durchschnitt. Also wirklich eine sehr lange Zeit, die hier gemessen wurde. Und das ist ein neuer Rekord. Wir waren also noch nie so weit weg entfernt drüber, sozusagen über diesen 75-Wochen-Durchschnitt. Normalerweise ist das dann historisch gesehen, längerfristig gesehen, eher eine nicht so gute Investition. Aber diesmal ist sicherlich alles anders, das wissen wir. Und zumal morgen ja die Fed tagen wird, normalerweise, so war es früher, sind die Aktienmärkte ja immer dann so einen Tag vor der Fed schon gestiegen. Hier hat jemand vom Repo-Markt gesagt, oder ein Repo-Guru hat gesagt, ja, die Fed ist wie die Titanic, die bei voller Geschwindigkeit nachts im tiefen Nebel in Richtung Eisberg fährt. Ein Grund dafür ist, dass sie letztendlich ja gar keine Wahl hat, als letztendlich mit dieser Geldpolitik weiterzumachen. Die Zinsen wird sie nicht nachhaltig erhöhen können, sonst fliegt diese ganze Schuldenspirale uns um die Ohren. Und auf der anderen Seite betreibt sie eben schon Tapering, indem sie eben durch diese Reverse Repos praktisch den Banken Staatsanleihen gegen Cash zur Verfügung stellt, und das in Volumina, die wir noch nie gesehen haben, teilweise über 500 Milliarden Dollar pro Tag. Das ist das, was die Fed normalerweise in gut 4 Monaten kauft an neue Staatsanleihen. Die werden mal in einem Tag an die Banken zurückgegeben. Die Banken werden dafür ihr überflüssiges Cash los. Sie haben zu wenig Staatsanleihen. Die Relation Cash zu Staatsanleihen passt nicht, also haben sie zu viel Cash. Das geben sie der Fed. Die Fed gibt aus ihrem Repertoire der Staatsanleihen wieder zurück. Das nennt man eigentlich Monetary Tightening. Das ist eine Straffung der Geldpolitik. Also das Gegenteil von Quantitative Easing, könnte man sagen, obwohl die Fed ja weiter Anleihen kauft, aber sie gibt diese Anleihen an die Banken, saugt damit das Cash ab. Dementsprechend dürfen wir gespannt sein, ob eben bei der Fed morgen was passiert. Hier sehen wir mal zum Beispiel am US-Hausmarkt, am US-Immobilienmarkt, der ja so wichtig ist in den USA. Hier sehen wir eine Grafik oben, wo die Hauspreise gelb sind. Die gehen massiv nach oben, und blau ist das verfügbare Einkommen der Haushalte. Diese Spanne wird immer größer. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Und mein Kollege Claudio Kummerfeld hat heute darüber einen Artikel geschrieben, warum höhere Immobilienpreise steigende Schulden symbolisieren. Das Interessante ist, dass die Banken sogar weniger Kredite vergeben für Immobilien, als bevor die Fed ihre Geldpolitik so extrem geändert hat, also das Quantitative Easing wieder voll hochgefahren hat. Das hat also nicht dazu geführt, dass das Kreditwachstum wirklich angekoppelt wurde. Also dieser Mythos, der stimmt diesmal nicht. Durch das Quantitative Easing der Fed ist nicht höheres Kreditwachstum entstanden. Eigentlich ja das Ziel dieses Quantitative Easing. Ich werde in diesen Artikel von Claudio Kummerfeld unten unter dem Video mal verlinken. Das ist auf jeden Fall wissenswert, und da sieht man, wie die Dinge aus dem Ruder laufen. Und allein das, wenn diese Blase platzen würde, dann hätte die Fed ein Riesenthema. Das kriegt sie nicht eingefangen. Das wäre sozusagen eine Wiederholung der Finanzkrise, und die Dinge sind wirklich krass heiß gelaufen derzeit. Wir sehen, dass Lumber zum Beispiel aber wieder deutlich fällt, also Bauholz in den USA. Aber abschließend vielleicht nochmal eine Grafik, die auch zeigt, wie in Deutschland die Verhältnisse sind. Wir sehen hier zum Beispiel die Price-Rent-Ratio. Also wie viel Jahresmieten müsste ich einnehmen, wenn ich zum Beispiel ein Haus auf Sylt oder in München oder in Frankfurt kaufe, und auf Sylt, wenn ich ein Haus kaufe und einen Mieter da reinsetze nach gegenwärtigem Mietniveau, dann müsste ich da 75 Jahre warten, bis ich das Geld wieder raus habe. In Berlin sind es knappe 40 Jahre, ähnlich in München und in Hamburg. Also normal war früher so die Kennzahl 20 Jahre. Ich kaufe eine Immobilie und nach 20 Jahren, wenn ich die vermiete, habe ich den Kaufpreis wieder drin. Das war so Standard. Jetzt ist das in den Großstädten verdoppelt, und in Hotspots wie Sylt hat sich die ganze Geschichte nochmal radikalisiert. Auch das wird auf Dauer nicht gut gehen. Auch das wird etwas sein, was so nicht dauerhaft funktionieren kann und wird. Nochmal der Hinweis auf den Artikel, warum Immobilienpreise, höhere Immobilienpreise symbolisieren, was da vielleicht derzeit aus dem Ruder läuft. Jetzt wünsche ich viel Spaß heute, wenn Sie es anschauen, bei Deutschland, Frankreich. Ich schaue es mir an, ich bin gespannt. Die Erwartung ist sehr niedrig, eigentlich eine gute Voraussetzung, dass vielleicht die Deutschen doch eine Überraschung schaffen. Wir werden sehen. Servus und ciao.